Dad spioniert Mom neuerdings ziemlich oft nach. Ich glaube, er kommt immer noch nicht mit ihrem neuen Verehrer klar. Wie kannst du dich nur so verhalten? Sieh doch, was du dir antust! Eigentlich wollen wir beide doch nur eins. Wir gehen auf dein Zimmer, haben Sex und sehen uns nie wieder. Das ist ein Witz, oder? Na komm schon. Ja, Ma'am. Er hat schon mit sehr vielen Mädchen geschlafen. Also bereite dich darauf vor, eines Tages mit Ausschlag aufzuwachen. Du bist wirklich süß, Lou. Aber deine romantischen Absichten funktionieren bei mir nicht. Ich suche nicht nach einem netten Kerl oder irgendwelchen Dates. Cool. Du bist super. Mein Dad sagt immer, dass Erfahrungen einen Autor ausmachen, aber nicht immer sind alle gut. Er sagte einmal, ich könnte eine gute Autorin werden, da ich mein Umfeld sehr genau beobachte. Doch nicht alles, was ich sehe, erfüllt mich mit Freude. Ich hasse meine Mutter für das, was sie Dad angetan hat. Geh einfach. Das ist gut sein, Sam. Er hat eine Freundin? Aller Achtung! Hey, Samantha, warte! Wieso läufst du immer davon? Weil ich merke, dass es mit uns beiden nicht funktionieren kann. Wir sind dafür einfach zu verschieden. In solchen Momenten hört mein Dad oft sein Herz förmlich schlagen. Und das von anderen. Ich will einfach nicht verletzt werden. Und langsam beginne ich, dieses Gefühl zu verstehen. Sagen wir einfach, wegen dir bin ich weniger zynisch.